Guten Tag, ich begrüße Sie alle aus Belgrad. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema vor uns. Es geht um die Methoden. Bevor wir aber jetzt weiter mit dem Webinar machen, möchte ich Ihnen einige Tools hier vorstellen. Also unser Mikrofon wahrscheinlich werden wir auch nicht brauchen, aber während des Seminars können Sie diese Gesten bitte auch verwenden. Entschuldigung. Okay, unten. Während des Webinars können Sie natürlich auch diese Gesten jetzt verwenden. Sie können sich zu Wort melden oder Sie können auch etwas ablehnen. Und für Fragen und Anmerkungen verwenden Sie bitte hier den Chat hier unten, da wo Sie jetzt auch gerade geschrieben haben. Wunderbar. So. Ich möchte jetzt einige hier, also ich möchte unseren Plan jetzt vorstellen. Wir beschäftigen uns heute mit den kooperativen Methoden zur Förderung der Fertigkeit Lesen, Schreiben und Sprechen. Und ich möchte Ihnen am Ende einige Präsentationsmethoden zeigen. Die Beispiele stammen aus diesen zwei Lehrwerken, aus Prima Plus für Jugendliche und Prima Los geht's. Prima Los geht's ist ein Lehrwerk in drei, das also in drei Bänden erschienen ist, führt auch bis zum Niveau A1. Und Prima Plus ist ein Lehrwerk für Jugendliche, gibt es auch ab dem Niveau A1 bis zum Niveau C1. Aha, hören Sie mich jetzt gut? Ich sehe einige schreiben, dass Sie nicht so gut hören. Ja? Okay, wunderbar. Gut. Dann machen wir gleich weiter. Warum kooperatives Lernen? Was bedeutet das überhaupt für unseren Unterricht? Kooperatives Lernen fördert die Kommunikation, ermöglicht Binnendifferenzierung, aktiviert alle Schüler, entlastet uns Lehrkräfte im Unterricht und weckt Freude am Deutschlernen. Ich kann nicht lauter sprechen. Ich hoffe, dass die meisten mich doch gut hören. Ja, super. Okay, alles klar. Super. Vielen, vielen Dank für diese Info. Gut, ich beginne jetzt mit den Methoden zum Lesen bzw. zum Umgang mit Texten. Wie gehen Sie im Unterricht mit Lesetexten um? Ich habe hier ein Beispiel geschrieben. Man kann zum Beispiel einen Text in Abschnitte teilen und Fragen zu jeweiligen Abschnitt stellen. Sie können direkt bei mir auf die Folie schreiben. Ich gebe Ihnen jetzt auch die Berechtigung dafür. Oder Sie können auch in den Chat auch schreiben. Ja, bitte schreiben Sie einfach, wie gehen Sie mit Texten um? Schreiben Sie bitte entweder in den Chat oder direkt hier auf die Folie. Dafür haben Sie jetzt auch hier links ein Symbol T. Aha, okay, jetzt klappt das auch schon. Wunderbar. Schreiben Sie einfach Ihre Ideen dazu. Wunderbar, wir haben ganz, ganz tolle Methoden. Genau, man kann den Text laut vorlesen lassen wegen der Aussprache. Man kann auch W-Fragen schreiben lassen, reziprokes Lesen, Lückentext mit Wörtern, Textpuzzle, Expertengruppe, Wirbelgruppe. Im Chat gibt es auch weitere schöne Ideen, zum Beispiel man kann sich die Stichwörter markieren, dann kann man auch die W-Fragen beantworten, man kann mit Bildern arbeiten. Genau, jeder Teilnehmer liest einen anderen Text oder einen anderen Teil. Genau, ich sehe, es gibt ganz, ganz, ganz tolle Ideen. Vielen Dank und wir gehen jetzt gleich weiter. Ich werde Ihnen immer ein paar Methoden zur jeweiligen Fertigkeit auch vorstellen und ich hoffe, dass diese Methode dann auch für Sie neu ist. So, ich muss jetzt hier nur die Freigabe wieder, genau, okay, alles klar, wunderbar. So, jemand hat das schon geschrieben, reziprokes Lesen, kennen Sie diese Methode? Kennen Sie reziprokes Lesen?
manche sagen ja, manche nein. Super, wenn alle, wenn viele nein sagen, weil das für auch, weil das auch das Ziel ist, dass sie auch neue Methoden kennenlernen. Nicht sicher, nein, ja, okay, unterschiedliche Antworten. Also erstmal zu den Symbolen. Hier habe ich auch immer die Sozialform genannt. Das heißt, also hier arbeiten sie in Gruppen. Und ich habe auch hier zu jeder Methode auch das Ziel auch geschrieben. Das werde ich nicht vorlesen, das können Sie auch alleine lesen, aber ich erkläre jetzt, wie diese Methode funktioniert. Vier Schüler arbeiten zusammen an einem Text, das heißt, sie bekommen alle einen Text, also den gleichen Text, und sie arbeiten mit verteilten Rollen. Erstmal ist der Schüler 1 dran und er liest den ersten Textabschnitt vor. Der zweite Schüler fasst mit eigenen Worten den gerade vorgelesenen Abschnitt zusammen. Der dritte Schüler stellt Fragen zum Abschnitt und der vierte Schüler stellt Vermutungen an, was danach im nächsten Abschnitt passiert. Ja? Was hier jetzt wichtig bei dieser Methode ist, dass die Schüler nicht immer die gleiche Rolle haben. Das heißt nicht immer, dass der Schüler 1 immer zuständig für das Vorlesen ist, sondern sie wechseln ihre Rollen. Dazu habe ich für meine Schüler so etwas gebastelt, was auf dem Tisch steht. Und hier wissen Sie genau, wann Sie dran sind, mit welchem Teil. Hier steht der Vorleser, Zusammenfasser, Fragesteller und Vermuter. Und dann steht das auf dem Tisch und dann immer, wenn die Runde zu Ende ist, Sie drehen das so und Sie wissen, welche Rolle dann auf Sie zukommt. Und Sie behandeln so den nächsten Abschnitt. Genau, diese Methode ist super. Übrigens, dazu gibt es auch ein tolles Video im Internet. Auf YouTube geben Sie einfach reziprokes Lesen. Und ich habe auch ein tolles Video, wie gesagt, dazu gefunden. Und Sie können dann den Schülern dann auch zeigen. So im Video ist mir das auch leicht auch für die Schüler dann auch erklärt, wie das Ganze funktioniert. Super. Jetzt gehe ich weiter. Wenn Sie keine Fragen haben, haben Sie Fragen dazu? Rechnen Sie nur ein bisschen also die ganze Stunde manchmal auch für eine Seite von Text. Das dauert wirklich lange, weil Sie lange an diesem Text sitzen. Genau, geht auch super in B2. Genau, ja, wunderbar. Wie geht das online? Ja, online geht das nur, wenn Sie dann die Teilnehmer in Gruppen, wenn Sie zum Beispiel mit Adobe Connect oder mit Zoom arbeiten, Sie können einfach also die Rollen verteilen und die Schüler können dann abwechselnd da arbeiten. Das geht auch. Genau. Was passiert in der Gruppe mit den Fragen? Mit den Fragen, Sie meinen zum Schüler 3, wenn er eine Frage zum Abschnitt stellt. Er kann zum Beispiel eine Frage einfach stellen, ob er dann wirklich alles, ob er das richtig verstanden hat oder einfach eine zusätzliche Frage stellen. Darüber diskutieren zum Beispiel, welche Gefühle hatte der Mann, was zusätzlich ist einfach zu dem Abschnitt. Irgendeine Frage stellen, das ist jetzt nicht vorgegeben. Genau, Sie können es auch umschreiben und vereinfachen. Genau, wunderbar. Gut, wir haben 45 Minuten Zeit, deswegen werde ich mich ein bisschen beeilen. Und ich gehe auch gleich zu der nächsten Methode. Die nächste Methode heißt Lesekonferenz. Wer in der Grundschule arbeitet, kennt wahrscheinlich auch diese Methode. Das ist eine Methode, für was man oft, wie gesagt, im Grundschulbereich auch dann auch benutzt. So funktioniert das. Die Schüler sitzen auch wieder zusammen in kleinen Gruppen an einem Text. Und im ersten Schritt liest jeder Schüler für sich den Text, nur leise für sich. Beim nächsten Schritt, die Schüler lesen sich gegenseitig dann den Text laut vor und klären eventuelle Fragen. Sie klären sich das gegenseitig oder fragen halt Lehrkraft, wenn sie etwas nicht verstehen. Im nächsten Schritt schreibt jeder Schüler eine Frage zum Text auf einem Zettel oder ins Heft. Und die Schüler dann ziehen diese Zettelchen und die beantworten abwechselnd die Fragen zum Text. Und am Ende muss aber nicht die Lehrkraft noch eine Aufgabe für die ganze Gruppe erteilen. Hier sind dann die möglichen Arbeitsaufträge, zum Beispiel, wie hat euch der Text gefallen? Welche Gefühle hattet ihr beim Lesen oder was war interessant oder ungewöhnlich am Text? Oder Sie müssen zum Beispiel ein Plakat anfertigen oder einen Comic oder ein Minibook zum Text erstellen und so weiter.
Haben Sie diese Methode, also die Methode Lesekonferenz, schon ausprobiert? Ja, nein, möchten Sie es ausprobieren? Ja, okay, super, wunderbar. Das freut mich immer. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, gehe ich dann schon zu der nächsten Methode. Es geht immer noch um die Fertigkeit Lesen. Diese Methode heißt die Lesekette. Ich zeige Ihnen auch ein Beispiel, wie das Ganze dann auch funktioniert. Also Sie als Lehrkraft bereiten einen Text vor. Das kann auch ein Lehrbuch, also ein Text aus dem Lehrbuch sein oder etwas anderes. Und die Schüler erhalten immer jeweils einen Zettel. Der Schüler mit dem Wort Anfang beginnt und liest seinen Abschnitt und die Frage laut vor. Alle anderen hören zu. Und wenn sie glauben, dass sie die Antwort auf seine Frage haben, melden sie sich, beantworten die Frage, lesen gleich weiter den Text und stellen eine nächste Frage. Und es wird auch natürlich immer so lange gelesen, vorgelesen, bis der letzte Schüler dran ist und bei ihm steht das Wort Ende. Wie das jetzt aussieht, zeige ich Ihnen auch gleich an einem Beispiel aus dem Lehrbuch Prima Plus. Lesen Sie sich kurz nur vielleicht die ersten drei, vier Sätze, damit Sie nur eine Idee bekommen. Also so sieht das im Lehrbuch aus. Es geht um das Thema Wohnen. Bitte nur die ersten Sätze. Okay. Und so sehen diese Zettel aus. Den Zettel bekommt der erste Schüler, der zweite und so weiter. Und hier, der erste Schüler liest laut vor: Mein Traumzimmer ist sehr groß, 30 Quadratmeter und hell. Ich finde es sehr gemütlich. Wie sind die Wände? Wie sind die Wände? Und jetzt die Person, die Antwort drauf hat, sagt, die Wände sind blau, das Zimmer hat ein Bett und ein Sofa. Wie ist das Sofa? Und dann ist der nächste Schüler dran, er sagt, das Sofa ist grün. Wer wohnt im Zimmer? In dem Zimmer wohnen ich, mein Hund und meine Vögel. Wo sind die Vögel? Und so weiter. Bis natürlich, also da kommt jetzt der ganze Text und am Ende steht auch das Wort Ende. Ja, also diese Methode funktioniert wunderbar. Genau, die Fragen müssen Sie natürlich auch formulieren. Ja, hier sehen Sie, das ist das Niveau A1, 2. Das heißt, man kann das auch wirklich dann auch im Anfängerunterricht auch, diese Methode kann man verwenden. Natürlich in einem B1 oder B2-Kurs kann man natürlich ein bisschen längere Textabschnitte nehmen, vielleicht 4, 5 Sätze. Aber jemand schreibt auch, dass mit den Märchen das wunderbar klappt. Genau, ich habe das auch zu der Käppchen genauso gemacht. Ich habe das ausprobiert, genau. Und das hat wunderbar geklappt. Genau, auf jeden Fall. Also man kann unterschiedliche Textsorten nehmen und diese dann auch Lesekette dann auch natürlich auch dann verwenden. Das heißt, für Sie als Lehrkraft bedeutet, Sie müssen sich davor vorbereiten, also den Text aussuchen und die Fragen dazu formulieren und das Ganze abtippen und zerschneiden. Aber während der Stunde sind Sie dann ein bisschen entlastet. Genau. Gut. Noch Fragen oder Kommentare? Laminieren und dann immer wieder benutzen. Genau, ich mache das auch in den Fortbildungen. Ich habe auch immer einen Text selbst geschrieben und ich zeige, ich habe die laminiert, genau, den Text immer noch, die Zettel alle. Genau, super, wunderbar. Dann gehe ich weiter zu Methoden zum Schreiben. Ja, meine Frage ist, an Sie ist das jetzt, welche Methoden verwenden Sie jetzt, also zum Schreiben? Hier steht schon eine Methode, aber zuerst würde ich gerne wissen, schreiben Sie bitte in den Chat, wie gehen Sie mit Texten um, beziehungsweise mit den Schreibtexten, also wenn die Schüler etwas auch verfassen können.
einen Text bis zum Ende schreiben, genau, wunderbar. Von Wort zum Satz zum Text, Fragen, Anregung, schriftlich nacherzählen, eine Schreibkette, genau, ganz, ganz tolle Ideen, ganz tolle Methoden. Wachsende Sätze, aha, man kann auch genau mit Fotos arbeiten oder man dann kann, können die Schüler eine Geschichte dazu erfinden, eine Mindmap, genau, Mindmap auch. Oder Elfchen kann man schreiben, wunderbar, Lückentext. Genau, mit Gedichten kann man wirklich auch sehr, sehr schön arbeiten, auch ab dem Niveau A1 schon, genau, wunderbar, eine Textkarte, Gedichte. Drei Erlebnisse schreiben, Platzdeckenmethode, die zeige ich auch gleich. Genau, super. Kennen Sie die Methode stummes Schreibgespräch? Haben Sie das schon ausprobiert? Nein? Okay, ich freue mich immer, wenn ich ein Nein sehe. Okay, also so funktioniert diese Methode. Auf den Tischen liegen große Poster oder große A3-Blätter, auf denen Fragen oder Themen notiert sind. Und die Schüler verfassen jetzt nun kurze Kommentare dazu und die anderen in der Gruppe lesen die Fragen, lesen die Antworten der Schüler und sie müssen darauf reagieren. Aber das Witzigste daran ist jetzt, sie dürfen nicht sprechen. Sie werden sehen, also diese Methode macht super, super viel Spaß, gerade weil sie nicht sprechen dürfen, aber sie schreiben die ganze Zeit. Das werden wir auch gleich jetzt ausprobieren, wie das jetzt im Online-Unterricht passieren könnte. Hier haben wir ein Thema, es steht in einer Jugendzeitung, gibt es eine Diskussion zum Thema jeden Tag Sportunterricht. Und hier haben wir 4 Aussagen und jetzt werden die Schüler aufgefordert, auch ihre Meinung dazu zu sagen. Und wir probieren das jetzt aus. Ja, ich würde Sie jetzt bitten, ich gebe Ihnen jetzt auch wieder die Berechtigung auch zu schreiben. Versuchen wir das jetzt zu machen. Also Sie lesen jetzt die Aussage von Marie und kommentieren nicht nur Ihre Aussage, sondern die Aussagen von den anderen, die kommen. Bitte schreiben Sie es direkt bei mir auf die Folie, aber vielleicht nicht alle 111 Teilnehmer, sondern vielleicht 5, 6, nur damit wir sehen, wie das aussieht. So. Schreiben Sie jetzt bitte direkt bei mir. Sie müssen auf dieses T-Symbol klicken, dann können Sie schreiben. Sie sehen hier, wie das funktioniert schon. Sie sehen hier jetzt, also wir haben jetzt nur einige Kommentare jetzt hier, aber ich lasse diese Methode, also die Schüler arbeiten immer dann zu dritt oder zu viert und die schreiben wirklich, also die Schüler reagieren dann anders, einige schreiben dann direkt die Kommentare darunter, einige lesen erstmal und drehen das Plakat dann um und lesen weiter und so weiter. Also jetzt sehen Sie, wie das auch online funktionieren kann. Natürlich haben Sie dann nicht so viele Teilnehmer, wie wir jetzt haben, sondern vielleicht nur 10 oder 15 und dann kann man alles schreiben. So, wunderbar. Ich wollte nur halt exemplarisch nur zeigen, wie das funktioniert. Wie finden Sie diese Methode? Sehr gut, super, das freut mich. Schön, super. Genau, es ist mal was anderes, genau. Da kommen die ruhigen Schüler auch, genau, zum Sprechen bzw. zum Schreiben hier in diesem Falle. Genau. Aber wie gesagt, Sie sehen auch, das funktioniert auch jetzt im Online-Unterricht, was, ja, stumme Chats oder Diskussion, das geht auch, genau, als eine Variante. Die Korrektur, das ist eine gute Frage. Also eigentlich, wenn Sie auch frei diskutieren, mündlich, werden Sie auch nicht viel korrigieren, wenn es um freies Sprechen geht. Daher ist die Korrektur jetzt hier, ja, man schafft es nicht. Man kann ab und zu dann auch als Lehrperson dann auch rumgehen, aber ich würde jetzt schwer jetzt zu Ihnen gehen mit dem roten Stift und sage hier, das ist falsch, das ist falsch, das unterbricht auch die Kommunikation, sondern ich kann
vielleicht herumgehen und einfach die Fehler dann selbst mir notieren und irgendwann mal dann mit den Schülern dann auch besprechen. Zum Beispiel, wenn ich merke, dass sie zum Beispiel alle Probleme mit Nebensätzen haben, dann kann ich das mit den Schülern einüben. Aber ich würde wirklich mich jetzt hier nicht einmischen und jetzt mit dem roten Stift kommen und sage, das ist falsch und das ist nicht gut und so weiter, wie bei der mündlichen Kommunikation, wenn es um freies Sprechen geht. Genau. Man kann die Kommentare vorlesen und korrigieren, ja, aber vorlesen, also kommt darauf an, wie groß Ihre Gruppe ist. Sie können vielleicht dann auch die Gruppe fragen, worüber haben sie diskutiert, seid ihr zu einem Entschluss gekommen oder so etwas Ähnliches. Genau. Also das können Sie natürlich alles entscheiden, was danach passiert. Fehler, ja, funktioniert gut, ja. Das kann man auch machen, dann natürlich auch im Anschluss. Genau, also Sie sehen auch, das ist eine sehr, sehr spannende Methode, finde ich. Aha, man könnte danach auch Fehlerkorrektur ins Spiel machen. Genau, also man kann möglichst viele Sachen dann machen. Genau, wunderbar. So, ich gehe jetzt gleich weiter. Wir beschäftigen uns weiterhin mit dem Thema Schreiben. Diese Methode heißt, beziehungsweise heißt nicht, aber ich habe mir den Namen selbst gegeben, Texte rekonstruieren. Das funktioniert, das werden Sie sehen, diese Methode funktioniert wirklich ab dem Niveau A1 und bei allen auch dann auch anderen genauso. Hier geht es jetzt um Partnerarbeit, also zu zweit kann man arbeiten. Es funktioniert so, jeder Schüler bekommt einen anderen Text und liest ihn nur für sich. Ja? Dann sucht er sich 5 Wörter aus dem Text und gibt auf den Zettel diese 5 Wörter seinem Partner. Und dieser muss nun anhand von diesen 5 Wörtern einen anderen Text verfassen. Was hier wichtig ist, das Thema muss natürlich bekannt sein. Ja? Zum Beispiel, wenn wir das Thema Wohnen haben, dann geht es um das Thema Wohnen und die haben unterschiedliche Texte zum Thema Wohnen. Und ich zeige jetzt Ihnen auch ein Beispiel aus einem Lehrbuch, wie das Ganze funktionieren kann. Hier haben wir 2 Texte. Lesen Sie sie bitte schnell durch, die beiden Texte. Haben Sie die Texte gelesen? Sie sehen auch hier, dass Sie das Niveau A1, 2. Ja, okay. Und was passiert jetzt? Also der Schüler 1 hat diesen Text bekommen, der Schüler 2 hat diesen Text bekommen. Und jetzt hat der Schüler 1 sich diese 5 Wörter aus dem Text genommen, der Schüler 2 hat sich jetzt diese 5 Wörter aus dem Text herausgeschrieben und Sie haben jetzt diese 2 Zettelchen getauscht und jetzt hat der Schüler anhand von diesen Wörtern den Text geschrieben. Ja. Ich habe das wirklich im Unterricht ausprobiert. Hier geht es um A1. Und Sie können das auch auf eure Niveaus auch, zum Beispiel B2 und so weiter, dann gibt man auch viel längere Texte natürlich. Und vielen Dank, das hat mein Sohn gezeichnet. Dankeschön. Genau, nicht nur für die Grundschule. Ich habe das in einer Fortbildung ausprobiert mit den Teilnehmern und die hatten wirklich, also das waren erwachsene Lehrer natürlich, und die hatten auch ganz, ganz viel Spaß dabei. Also ich habe dann zum Beispiel einen Text über, es ging um Musiker, zum Beispiel über Madonna und Michael Jackson, unterschiedliche Texte gegeben. Dann haben sie Texte geschrieben, die waren dann natürlich komplett anders, aber dann kamen sie auch ins Gespräch. Also die haben sich dann gegenseitig Texte gezeigt und die haben dann auch über die Originaltexte sich dann ausgetauscht. Also das ist auch, funktioniert auch dann auch bei den höheren Niveaus.
Genau. Gibt es Fragen dazu? Keine? Okay. Dann gehe ich weiter, weil wir nicht so viel Zeit haben, möchte ich jetzt möglichst viel mit Ihnen auch besprechen. Noch eine Methode, die ist, glaube ich, auch wahrscheinlich vielen auch bekannt, das heißt das Laufdiktat. So funktioniert die Methode. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass fast alle diese Methode kennen. Aber ich wollte nur ein Beispiel zeigen, dass man nicht unbedingt nur den Text abschreiben kann, sondern auch was anderes. Zum Beispiel die Lehrkraft hängt einen Text an die Wand und zwei Schüler finden sich zusammen und auf ein Signal läuft der erste Schüler zur Wand, merkt sich den Satz, kommt, läuft zurück und diktiert ihm dem anderen, also seinem Partner. Aber ich wollte nur ein Beispiel zeigen. Sie sehen hier auch, hier funktioniert das auch mit Zahlen. Ja, also man muss nicht un sich unbedingt nur die Wörter und die Sätze merken, sondern auch die Zahlen. Hier haben die Schüler zum Beispiel Zahlen von 13 bis 20 gelernt und dann kann man auch das Laufdiktat auch mit Zahlen auch dann ausprobieren. Genau, nicht ausprobieren, sondern durchführen. Genau, das ist, sehen Sie auch wieder A1-1 Niveau, genau. Genau, schön, super, super. Genau, das macht also wirklich viel Spaß, finde ich auch, ja. Wer in der Grundschule arbeitet, kennt das, eine Online-Variante, schwierig, das mit der, also es geht auch nur vielleicht, wenn der eine, ein Partner ihm das diktiert und der andere schreibt und die schreiben sie dann im Chat, also das wäre zum Beispiel möglich, dass man das macht. Genau, das wäre im Online-Unterricht auch machbar, dann wenn sie zum Beispiel in Gruppen arbeiten, dann. Genau. Okay, dann gehe ich gleich weiter. Ich glaube, Sie schreiben noch. Mit dem Handy kann man das auch machen. Genau. Aha, gerade auch funktioniert online. Wunderbar. Ich habe das noch nie online ausprobiert, muss ich sagen. Genau. Super. Dann gehe ich weiter. So noch ein paar Ideen. Also was kann man eigentlich mit den Texten machen? Man kann zum Beispiel einen Text anders gestalten und einfach als Flyer gestalten. Oder man kann zum Beispiel einen Text als Märchen umschreiben oder als Lied oder Gedicht schreiben. Man kann auch einen Text in 5 Sätzen zusammenfassen. Das ist auch interessant. Dann muss man das Wesentliche dann aus dem Text entnehmen. Man kann auch natürlich ein Comic auch oder Bildergeschichte auch gestalten oder die Schüler können auch die Textsorte ändern. Zum Beispiel, ich gebe ihnen einen Text aus dem Lehrbuch und ich teile sie in unterschiedliche Gruppen und die eine Gruppe muss zum Beispiel ein Telegramm daraus machen, eine Gruppe muss eine E-Mail schreiben, eine Gruppe muss Reportage machen, eine Interview oder Zeitungsartikel, sowas kommt immer gut an, wenn Sie unterschiedliche Textsorten schreiben, dann ist das auch für die Präsentation, ist das viel auch interessanter. Genau. Haben Sie noch weitere Ideen vielleicht? Also vielleicht möchten Sie noch etwas im Chat auch zeigen. Einige schreiben noch. Christine, Sie haben das auch ausprobiert, ja? Also das mit den Textsorten ändern, Flyer gestalten. Und hat das gut geklappt, Christine? Ja, super. Sie können jetzt natürlich jetzt, also ich habe jetzt gesehen, einige schreiben also Fragen nach Online-Unterricht. Es gibt auch ganz, ganz tolle Möglichkeiten, zum Beispiel, wie kann man online einen Comic erstellen? Also ich verwende diese Make-Believe-Comics. Das ist ein, da müssen Sie sich gar nichts registrieren. Make-Believe Comics, aber wird mit X geschrieben. Das können Sie auch bei Google eingeben und die Schüler können auch zu Hause dann Comics selbst erstellen und Ihnen dann auch schicken. Die funktionieren auch. Also diese App ist super einfach zu bedienen. Und genau, Make-Believe Comics, genau. Sandra, danke schon. Aber Comics wird dieses Mal mit X geschrieben, nein, für die anderen. Hier, Sandra hat das geschrieben, nur statt K, es ist ein X am Ende, genau. Make-Believe Comics, genau.
Das ist, ich arbeite sehr gern also mit dieser App, beziehungsweise das ist eine Seite. Kostenlos und Sie brauchen sich gar nicht registrieren. Und die Schüler auch nicht. Okay, dann gehe ich weiter. Jetzt zeige ich Ihnen auch einige Methoden zum Thema Sprechen. Karussell, kennen Sie Karussell? Sie kennen das vielleicht unter dem Namen Kugellager. Ich zeige Ihnen auch gleich, also wie das Bild aussieht. Hier ist die Idee aus dem Lehrbuch Prima, los geht's hier. Das heißt, die Schüler bilden zwei Kreise, einen Außenkreis und einen Innenkreis. Und die haben immer dann einen Partner und sie sprechen miteinander über ein bestimmtes Thema. Und danach rücken sie aufs Innen- oder Außenkreis einmal einen Schritt nach rechts und sie haben einen neuen Partner und sprechen weiterhin mit der Person. Sie können hier zum Beispiel aus dem Lehrwerk, ist das ein Beispiel, dass Sie auch dann, weil das wirklich also am Anfang, die müssen lernen, wie Sie heißen, woher Sie kommen, dass Sie das auch wiederholen. Bei den fortgeschrittenen Niveau, Sie können auch jedes Mal eine andere Frage dann auch stellen. Und das Gute daran ist, dass Sie alle aktiv sind und alle arbeiten super gut mit gleichzeitig. Genau, ich mache das zum Beispiel, wenn ich am Goethe-Institut arbeite, wir haben ein Smartboard und ich stelle dann immer eine Frage, stelle ich, die lesen sich die Frage, diskutieren darüber, dann stelle ich eine andere Frage und sie wissen, aha, jetzt muss ich den Partner wechseln. Die gleiche Methode ist also nur, die stehen ein bisschen an dieses Speed-Dating, die stehen dann so. Habe ich das gut erklärt? Ja. Genau. Die nächste Methode ist die Vier-Ecken-Diskussion. In den vier Ecken im Klassenzimmer hängen unterschiedliche Plakate mit unterschiedlichen Diskussionsfragen. Und ja, Sie bekommen am Ende auch, Alexandra, Sie bekommen am Ende auch einen Code auch dafür. Genau, es geht um Prima Los und Prima Plus. Genau. Okay, also wie gesagt, also es gibt unterschiedliche Plakate in Ecken vom Klassenzimmer und die Schüler gehen also gruppenweise von einem zu einem anderen Plakat und sprechen darüber, was auf dem Plakat steht. Das kann man dieser Methode nicht nur für Diskussionen aufwenden, sondern zum Beispiel für Wortschatzarbeit. Zum Beispiel, wir gehen davon aus, dass unsere Schüler auch etwas zum Thema Kleidung, Hobby, Tiere und so weiter gelernt haben und es würde so heißen, in einer Seite oder in einer Ecke steht hier das Plakat mit dem Wort Kleidung. Und die Schüler gehen dann und schreiben alles, was sie über die Kleidung wissen, beziehungsweise sie nennen die Hose, der Rock und so weiter. Dann gehen sie zum nächsten Plakat und ergänzen dann weitere Hobbys und so weiter. Also es müssen nicht unbedingt vier Plakate nur stehen, es können auch mehrere. Ja? Kann man auf dem Smartboard machen? Kann man, genau, ja, Dragica. Genau, das kann man genau auf Smartboard auch machen, genau. Genau, Sie sehen das auch hier, also das wäre dann auch eine sehr interessante Methode, wo wieder auch viele Schüler gleichzeitig, beziehungsweise alle Schüler gleichzeitig aktiv sind. Oder Jamboard, das, Judith, ich kenne das nicht. Was ist das? Das kenne ich nicht zum Beispiel, ich freue mich auch, wenn ich auch was Neues dazu lerne. Ah, von Google. Okay, ich schaue mir das gleich danach an. Vielen Dank. Ah, Whiteboard von Google. Okay, alles klar. Gut, es gibt, genau, jemand schreibt auch, es gibt auch die Wirbelgruppe, genau. Okay, dann gibt es auch die Methode Klassenspaziergang. Alle Schüler bekommen unterschiedliche Kärtchen und sie laufen im Klassenzimmer herum und sie befragen sich gegenseitig. Hier sind auch alle Schüler gleichzeitig aktiv. Hier ist auch wieder ein Beispiel aus dem Lehrbuch. Zum Beispiel, hier geht es um das Thema Hobby und dann hier steht auf einem Zettel, fährst du gern Rad? Siehst du jetzt Filme? Die zwei Schüler beantworten diese Frage und das Wichtige ist, sie müssen dann die Kärtchen wechseln. Dann gehen Sie mit der neuen Frage zur neuen Person. Und es wird ständig immer gewechselt, nicht immer mit den gleichen Fragen herumlaufen. Genau, es ist viel interessanter, dass Sie möglichst viele Fragen auch stellen und beantworten. Okay, gut. Und ich gehe jetzt weiter noch. Ich möchte Ihnen noch bestimmte Präsentationsformen zeigen.
Wir haben noch einige Minuten Zeit. Was ich jetzt bei diesen Präsentationsmethoden denke, die Schüler präsentieren normalerweise auf Plakaten ihre Ergebnisse oder zum Beispiel, sie machen eine PowerPoint-Präsentation. Ja, das sind so die typischen, die klassischen Methoden, wie man etwas präsentieren kann. Welche Methoden kennen Sie? Also welche verwenden Ihre Schüler? Plakate oder Videos oder Etsy, genau. Poster, PowerPoint, Google Slides, Padlet, Wortwolken, genau, schön. Also es gibt auch ganz, ganz viele digitale Möglichkeiten, aber ich zeige Ihnen jetzt auch etwas, was auch im normalen Präsenzunterricht ohne technische Ausstattung funktioniert. Einmal ist das, die Wäscheleine. Hier kommt meine Erklärung. Das heißt, die Schüler hängen alles auf die Wäscheleine und das kann auch dann auch im Klassenzimmer auch bleiben, ihre Ergebnisse. Eine andere Methode wäre der Museumsrundgang. Das heißt, die Schüler hängen ihre Plakate an die Wände und die anderen bekommen kleine Eintrittskarten, gebastelte Eintrittskarten und sie sehen sich die Ausstellung an. Hier ist ein Beispiel, wie das jetzt funktionieren kann. Ja, also die Gruppe hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben und die Schüler sind immer gegangen. Oft gibt es auch eine Person aus der Gruppe, die dann erklärt auch und erzählt alles. Dann gibt es die Litfaßsäule. Schauen Sie sich, wie das aussieht. Ja, das heißt, die Schüler schreiben dann und kleben auch bestimmte Fotos auf eine Litfaßsäule. Es gibt auch die sogenannte Bodenpräsentation. Das heißt, hier ist ein Bild, das heißt, die Schüler präsentieren das und legen alles auf den Boden. Hier ging es um das Thema Tagesablauf. Hier haben die Schüler auch bestimmte auch Gegenstände auch gebracht, zum Beispiel dann esse ich einen Apfel. Die haben dann auch alles auf den Boden gelegt und geschrieben. Oder es gibt auch eine Präsentationsform, und es heißt Drahtkleiderbügel und so funktioniert sie. Ja? Genau, also alle Methoden sind interessant. Sie können auch immer dann zum Beispiel ein Thema sagen und die Schüler machen unterschiedliche Präsentationsformen. Das ist möglich und nur als letztes zeige ich Ihnen auch einige Beispiele aus dem Lehrbuch Prima, los geht's. Ja, hier haben die Schüler zum Beispiel Plakate gebastelt, hier geht es um Wäscheleine, hier geht es zum Beispiel um die Stadt und die Schüler haben auch dann einfach die Stadt gebastelt und darüber dann auch erzählt. Und hier kann man auch dann zum Beispiel Traumhäuser basteln und auch malen. Sie sehen, wissen Sie, woraus das gemacht wurde hier? Das haben wir für das Lehrbuch Prima, los geht's genommen. Streichhölzer, genau, ist aus Streichhölzer, also aus den Schachteln, genau. Die haben dann ein Haus gemacht und die kann man dann auch, das Haus kann man aufmachen. Genau. Sie sehen also, es gibt ganz, ganz, ganz tolle Möglichkeiten und tolle Präsentationformen. Und wenn es keine weiteren Fragen gibt, also wir müssen pünktlich beenden, würde ich Ihnen nur noch hier die Codes auch noch geben für unsere Lehrwerke, also woraus unsere Beispiele stammen. Es geht um erstmal Prima Plus und Prima, los geht's für Kinder und das ist für Jugendliche dann. Und ich bedanke mich für alles. Also Sie haben super aktiv mitgemacht und ich hoffe, dass Sie einige Ideen auch im Unterricht ausprobieren werden. Vielen, vielen Dank.